Willkommen zu diesem regnerischen Tag hier im Euro Truck Simulator 2. Ja, schönes Wetter haben wir hier auf jeden Fall. Ja, einfach mal kurz eine Testaufnahme, die auch hochgeladen wird. Und zwar teste ich jetzt hier mal den Sound. Man weiß ja, ich habe seit einiger Zeit das Auna MiG 900. Wir fahren jetzt hier einfach im Hintergrund, fahre ich ein bisschen rum. Ich nehme das jetzt auch gerade im Game auf, also jetzt gehe ich raus, jetzt gehe ich rein, also ist jetzt nicht irgendwie hinten aufgenommen oder so. Nee, also einfach mal zum Mikrofon. Und zwar, ja, ich habe ja schon immer vermutet, dass, also ich habe ja das auch noch MiG 900 und da ist normalerweise, wenn man so den Mikrofonpegel auf so 50% einstellt, hat man eigentlich einen super Ton ohne Rauschen, ohne alles. Da ich aber Windows 10 auf meinem PC installiert habe, ist halt, ja, erkennt er wirklich erst richtig Ton ab 90-100% so. Und da wird halt dann meist immer auch der Lüfter erkannt. Das ist halt wirklich ein Problem. Ich habe zwar so einen Schutz ums Mikrofon rum, aber das hilft halt alles nicht so wirklich viel. Und ja, mein ich habe immer gedacht, ja, mein Handy habe ich jetzt nicht auf Stumm, ist jetzt auch egal. Ich habe auf jeden Fall immer gedacht, dass das Ganze an Windows 10 liegt. Und das hat sich jetzt auch bestätigt. Also ich habe jetzt einfach noch mal im Internet einiges gelesen und auch bei Amazon Kundenrezensionen und so weiter, und da beschreiben viele von den Problemen, dass es halt wirklich an Windows 10 liegt und auch noch da keinen Treiber herbringt. Microsoft ist es scheißegal und das ist halt wirklich schade, weil das halt jetzt nicht irgendein Billigmikrofon, das hat halt 80 Euro gekostet und es ist halt auch wirklich ein Top-Mikrofon. Also wenn man sich so Soundtests unter Windows 7 anhört oder auch liest, so wie es unter Windows 7 Bedingungen läuft, dann ist es wirklich super. Aber das ist halt immer so das Problem, warum man bei mir ja ein bisschen das Rauschen hört. Und ich weiß halt auch nicht, was ich da machen soll. Ja, ich habe mir jetzt gestern den Fernbus-Simulator gekauft. Da werde ich noch ein Testvideo machen. Das werde ich jetzt dann gleich im Anschluss aufnehmen. Aber ich wollte halt jetzt einfach mal im Vorderrhein schauen, ob ich das mit dem Mikrofon irgendwie, ob ich da noch mal was einstellen kann. Und ich hoffe, es passt jetzt einigermaßen. Also ich habe ein bisschen geschaut. Es ist ja so jetzt wie bei dem Spiel hier. Das hat ja richtige, ja, richtigen Sound und Effekte, wo man halt nicht nur mich hört. Da wird das eigentlich relativ verdrängt. Aber jetzt bei so Spielen wie bei EP, das was halt eigentlich keinen richtigen Ton hat, hört man halt das teilweise schon ziemlich deutlich. Und das stört mich halt generell auch. Ich weiß aber wirklich nicht, was ich da machen soll. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, wollte ich auch nochmal sprechen drüber. Also wie gesagt, ich habe mir jetzt den Fernbus-Simulator gestern gekauft und ich fahre jetzt nicht grundlos hier im Eurotruck-Simulator. Nein, ich habe mir gestern mal meine ganzen Bus-Simulatoren angeschaut, die ich habe. Ich habe den OMSI 2, ich hatte damals auch mal OMSI 1 gespielt. Ich fahre jetzt hier wie so ein Verrückter. Ich glaube, da muss man wieder in die Werkstatt. Naja, nee, eigentlich nicht. Ja, gut, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wenn ich mir so die ganzen Bus-Simulatoren anschaue, die es allgemein so gibt, oder allgemein alle Fahrsimulatoren, wenn wir jetzt hier dann OMSI nehmen, den Bus-Simulator 16, den Fernbus-Simulator. Die Busse fahren sich einfach schwammig, das Fahrgefühl ist total für den Arsch, das Lenken ist nicht gut, die Grafik ist bei keinem der Spiele so wirklich gut, es leckt rum und das ist halt alles irgendwie so, ich weiß nicht. Ich habe mir wirklich erhofft, dass der Fernbus-Simulator ein gutes Spiel wird, und was man so im Vorderrhein so an Screenshots gesehen hat, so an Testaufnahmen von den Entwicklern und so weiter, hat man wirklich gedacht, es wird ein tolles Spiel, es wird ein Spiel mit sehr guter Grafik, mit, ja, es hat ja wirklich die Unreal Engine 4, ja, das ist wirklich eine Grafik-Engine, die wird in mega guten Spielen verwendet, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, keine Ahnung, sagen wir, ich weiß jetzt nicht, wo das genau ist, ich glaube irgendwo in Far Cry 4 oder so, als Beispiel jetzt wirklich, ja, beim Fernbus-Simulator haben wir halt jetzt auch wieder das Problem, die Busse fahren sich schwammig, es leckt rum, die Grafik ist teilweise richtig schlecht. Und wenn ich das Spiel nicht wirklich auf Ultra einstelle, dann ist die Grafik so zum Kotzen, dass es einfach absolut scheiße ist. Und wenn ich die Grafik aber auf Ultra einstelle, dann leckt es wieder rum, weil
ja, ich weiß nicht, trotz Unreal Engine leckt das halt wirklich rum. Die Systemanforderungen, was gefordert sind, ist ein i5, eine GTX 500 irgendwas, 6 GB Arbeitsspeicher. Eigentlich habe ich das alles in meinem PC und könnte das eigentlich alles problemlos spielen. Wie ich halt zum Beispiel auch Far Cry 3, Far Cry 4 problemlos mit den Systemanforderungen von mir spielen kann. Aber wirklich die Fahrsimulatoren, man sieht es auch an OMSI, was das Spiel an Leistung braucht, einfach, obwohl das einfach nicht schön aussieht. Aber ja, ich werde wie gesagt ein Testvideo vom Fernbus-Simulator hochladen. Bis jetzt meine ersten Eindrücke. Gestern am Abend habe ich es mal ein bisschen gespielt. Da habe ich fast das Kotzen bekommen. Und heute auch ein bisschen besser, aber es ist nicht wirklich gut. Also. Aber das seht ihr dann in dem Testvideo. Viele verteidigen OMSI 2 und sagen, er ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da stimme ich sogar zu. Wenn man mal wirklich ein paar gute Busse und Mods installiert und ein paar gute Maps, dann ist es gar nicht so schlecht. Aber wirklich, wenn man dann immer wieder auf den Euro Truck Simulator zurückgreift, der jetzt schon locker 3-4 Jahre alt ist, muss man wirklich sagen, sehr gute Grafik, sehr gutes Fahrverhalten, alles realistisch gemacht. Sehr gute Fahrphysik, es sieht anständig aus, es leckt nicht rum und das ist halt wirklich was. Warum bringt keiner ein Spiel so hin, wie der Euro Truck Simulator ist? Es fährt sich wirklich super hier und so weiter und das verstehe ich einfach nicht. Also, ja, ich verstehe es wirklich nicht. Aber ja, das wollte ich einfach mal nur sagen. Das Video hat an sich keinen wirklichen Sinn. Ich wollte jetzt hier einfach nur mal ein bisschen über das Thema sprechen. Und ja, demnächst kommen auch wieder einige Videos. Ich werde heute mal einen ganzen Tag aufnehmen, weil ich heute mal einen ganzen Sonntag Zeit habe. Und ich wollte jetzt einfach nur mal über die Simulatoren, über die Fahrphysiken und so reden. Und dann auch, dass ein Testvideo kommt vom Fernbus-Simulator. Auf Facebook habe ich das schon ein bisschen angekündigt für die Leute, die da unterwegs sind bei mir. Und ich wollte das mit dem Audio nochmal so ein bisschen testen. Ich hoffe mal, euch ja, hat das kleine Informationsvideo ja, recht viel Spaß bereitet. Ich werde es ja jetzt auch sofort hochladen. Und ja, dann anschließend, ich denke, entweder heute Abend oder morgen wird dann so der Test vom Fernbus-Simulator kommen. Und von dem her bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen von diesem Video. Ja, von dem her verabschiede ich mich, der Stoiber. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.